Die Startnummer 810, Michelle Sophia Holz, übernimmt dort vorne scheinbar erst einmal die Führung. Startnummer 810 ist vorne, das Team Die Teufel auf Platz 1 und 2, die 851, Anton Stein von den Running Potatoes auf der dritten Position mit dabei. Was ist mit Tomal, Normal Lübensdorf und den Roadrunners mit Vanessa? Die können die Geschwindigkeit hier scheinbar nicht mitgehen. Vorne haben wir Die Teufel. Die Teufel machen das Rennen. Michael ist auf Platz 1 unterwegs und auch der zweite Wagen gehört zu den Teufeln. Der Marvin mit der 934. Das sind die beiden Führenden in der Buggy-Klasse. Nachwuchsrennen im Hexenkessel von Grimmel. Wird dann noch einmal angegriffen. Total normal, Lübensdorf mit Max und der 232. Kommt noch einmal. Er liegt auf Platz 3. Versucht jetzt noch einmal anzugreifen. Oh, Fahrfehler beim Führenden. Das gibt's doch gar nicht. Was ist mit Michelle los vom Team Die Teufel? Da dreht sie den Trabant raus. Der Buggy dreht sich. Der kurze Buggy mit dem kurzen Radstand. Lange Zeit vorne gewesen. Am Kurvenausgang mit einem Dreher. Und da fällt die junge Dame vom Team Die Teufel auf den letzten Platz zurück. Ei, 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 ei. Das ist bitter. Total normal, Lübensdorf hat das Ding in der Tasche. Es geht in die letzte Runde. Die 180. Auf den zweiten Platz, auf 3, die 851, Anton Stein von den Running Potatoes, dann die 934, Marvin Trubisch und der zweite Wagen von den Teufeln, dann ebenfalls nochmal mit Problemen jetzt in der Kurve, immer wieder stellt er sich quer. Also, total normal Lübensdorf gewinnt hier souverän vor der Startnummer 180 vom Team Die Teufel. Auf dem zweiten Platz. Der dritte Platz geht an die 851 an Anton Stein von den Running Potatoes. Und der vierte Platz für die 934, Marvin Trubisch. Mit defekter Hinterachse. Und jetzt kommt auch die 810 vom Team Die Teufel über die Ziellinie. Das war die Junioren Buggy.